So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Armored 3 Exile. Ich befinde mich gerade hier auf einer Mission, habe mir das mal von rundherum angeguckt. Da hinten steht mein Van, circa 1 Kilometer entfernt. 7377. Muss man nur kurz den Code aufschreiben, weil den werde ich mir jetzt schnappen. Das ist ein anderer, der hat die Mission gecleared, der läuft da unten. Und ja, dieses Fahrzeug möchte ich haben. Weiß nicht ganz genau, da sind es 300 Meter. Müssten es da eigentlich auch. Ich hoffe, er sieht mich jetzt nicht. Ich bin eigentlich relativ gut getarnt. Geht zuerst zur Kiste, das ist gut. Ah, jetzt backt er im Gras natürlich. Okay, und los geht's. Es muss jetzt schnell gehen. War eine geile Aktion, aber gut. Das ist halt Exil. Ich hoffe jetzt einfach, dass hier nicht noch jemand anders ist, der mich jetzt abstraft. Kann natürlich sein, der war nicht alleine. Wäre ihm gegönnt, wenn ich jetzt abgeschossen werde, aber... Kurz mal hier reingucken. Okay. Hatte der nicht gerade irgendwie einen Raketenwerfer nehmen müssen? Was ist das? Okay, ich möchte diesen Raketenwerfer haben. Genau den. Jetzt verschwinden wir hier. So, lief ganz gut. Ist natürlich nicht die feine englische Art, aber wer eine Weile mal Exile spielt, wird genauso auch 10-mal abgefarmt und ja, so ist es halt. Ich werde jetzt noch kurz hoch. Dieses Fahrzeug ist auch nicht so krass gepanzert, aber müsste eigentlich richtig gut Geld geben. Ah, da bleibt hängen. Das Passagier Gunner. Ja, wo ist Driver? Hier ist Driver. Okay. Okay, wir bestreichen das. Fahren nicht mehr zur Kiste. Wobei er wird jetzt denken, ich gehe. Mache ich aber nicht. Ich kann ihn ja abschließen. Ich meine, er hat den Code genauso wie ich. Das wäre jetzt ziemlich blöd, wenn er mir dann klaut quasi. Andere Sache ist, die haue ich jetzt einfach ab. Da vorne ist ein Medikambi. Wo bin ich denn hier in der Nähe? Hier ist noch mein Van. Construction Trader. Sand Shipment. Waste Trader. Ich fahre jetzt einfach mal zu dem Waste Trader. In der Hoffnung, den dort schnell loszuwerden. Und in der Hoffnung, dass es da ein ATM gibt. Aber ich befürchte leider, dass es dort kein ATM gibt. Mal einfach mal, was der gibt. Der soll sich jetzt halt die Waffen schnappen. Da ist mit Sicherheit auch noch gute Waffen drin. Mich würde jetzt auch interessieren, ob das ein Kollege von dem war oder ob der auch eben jetzt nur auf mich gewartet hat. Okay, der ist nicht so empfindlich. So, jetzt befinde ich mich in der Nähe des Waste Traders, wo ich jetzt dieses Fahrzeug verkaufen möchte. Befürchte aber, wie schon gesagt, dass hier, wie war der Code? Dass sich hier kein ATM befindet und dann mit der Kohle gut Glück weiter muss, aber das ist jetzt egal. Vehicle plus Cargo 23.000 hat sich gelohnt, wenn ich die jetzt noch in trockene Tücher bringe. 3,8 Kilometer entfernt steht mein SUV. Ich werde mich jetzt erstmal in die Büsche bewegen. Ein Safe wurde located. Gerade mal gucken, wo der ist.
Das ist noch eine Mission in der Nähe. Wo ist das? Ah, das ist zu weit weg. Okay, ich könnte mich noch aufs Airfield bewegen. Bin mir jetzt unschlüssig, was ich machen soll. Wir werden sehen. Vielleicht gucke ich mir mal die Mission an. So, ich habe gerade das Geld eingezahlt. Zum Glück ohne Zwischenfälle. Habe dieses Auto unterwegs noch gefunden. Das fährt überraschend schnell querfeld ein. Fährt ein bisschen schwammig, wie so ein fettes Schiff. Aber passt, um von A nach B zu kommen. Und ja, ich mache mich gerade auf den Weg zu einem Capture Point. Das heißt, den muss ich 10 Minuten in meinen Besitz halten. Dann kommt ein Drop. Ist ziemlich tricky. Endet meistens, in den meisten Fällen, in der Schießerei. Die Leute dann außerhalb warten, bis quasi der Drop kommt. Und dann muss man den erstmal verteidigen, beziehungsweise überhaupt mal dazu kommt, den zu looten. Passendes Fahrzeug hätte ich ja. Das ist jetzt auch nicht mehr so viel Sprit. Ich habe gerade gesehen, da vorne ist eine Tankstelle. Ich glaube, ich hatte einen leeren Kanister dabei. Ich hoffe, ich kann den auffüllen, beziehungsweise hier selbst irgendwie, dass das Fahrzeug sich auffüllt. Jo, nice, funktioniert. Ich habe übrigens knapp 23.000 bekommen für das Fahrzeug. Also hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Ich habe gerade einen Schuss gehört. Ja, irgendwo rechts vorne kommen Schüsse her. Die Scheiße. Ich muss gerade überlegen. Da vorne ist die Zone. Ich muss gerade überlegen, ob überhaupt NPCs sind. Ich weiß ja nicht mehr, ob hier NPCs sind in der Position. Ich fahre jetzt einfach mal blauäugig rein. Es sind auf jeden Fall auch safe jemand in der Nähe. Das heißt, okay, scheiße. Das, der sich dann hierher bewegen wird. So, ich capture hier jetzt fleißig. Was habe ich hier? Metal Pole, Kanister voll, kann man mal mitnehmen. Rope brauche ich nicht. Haben wir noch was trinken? Okay, okay. Ist das ein NPC oder was? Ah, jetzt sind also doch NPCs, die wundern sich jetzt wahrscheinlich gerade, warum ich den capturen konnte. Andere Frage, warum konnte ich ihn capturen? Weitere andere Frage, auf wen hat er geschossen? Ich lad mal das Zeug hier schon mal rein. Ist zwar alles ein bisschen risky gerade, aber das heißt drum, keine Lust nachher um anfangen umzupacken. Die Frage jetzt, wie viele NPCs da sind. Und was die machen, wenn ich hier einfach bleib. Ich gucke mich hier eben mal im Haus um. Könnte gar nicht so schlecht sein. Okay, wer kommt denn da? Ah, hier liegt noch der Drop vom letzten Mal, oder sehe ich das richtig? Kann ich mich da einfach ganz dreist hinschleichen? Leer. Leider auch leer. Schade. Da hinten sehe ich einen. Okay. Rangefinder funktioniert leider nicht. Habe ich gerade schon auf dem Server gefragt. Ärgert mich ein bisschen, weil der halt schon extrem hilfreich ist. Ich bin ja extrem risky unterwegs. Hat jetzt auf mich geschossen. Ah, das ist ein NPC, der schießt auf den dort. Okay. Muss ich auf jeden Fall im Auge behalten.
PC. Guckt nach da oben. Der hat auch einen extrem fetten Rucksack. Den möchte ich eigentlich auch haben. Jo. Bleibt spannend. Ich habe jetzt schon lange keine Minutenanzeige mehr gesehen, wie lange ich noch hier warten muss. Hier können wir schon mal reingehen. Ob wir hier noch was finden. Rostfrei was murdered by NPC. Ist das jetzt so ein Boss-NPC hier oder was? Okay, alles gut. Jetzt hat er mich detected. Und ich sehe ihn leider gerade nicht. Das typische Armor-Problem. Die schießen halt auch einfach durch Gebüsche durch. Ich sehe gerade, ich habe ja auch... Oben war, glaube ich. Oh, der ist aber nicht sehr freundlich. Zeig dich. Er sieht mich halt durch Gebüsche und ich ihn nicht. Ganz einfache Geschichte. Ja, da ist er. Ich hoffe, es war der einzige. Ich weiß es nicht. Plus irgendwelche Leute, die jetzt noch draußen rumrennen. Ich nehme das Berin dabei. Erstmal nehmen. Ah, ich bin noch auf 100%. Okay, ich habe gedacht, er hat mich gehittet. Oder ist jetzt direkt, wo ich es genommen habe, auf 100% hochgesprungen. Weiß ich nicht. Einmal einen Rucksack leer. Nein, ist er nicht. Da ist halt die Rakete drin. Würde mir gern den Loot von dem Kandidaten hier angucken. Hat ein bisschen Kohle dabei. Und er hat den gleichen Rucksack. Den brauche ich nicht. Hat irgendwelche Medikamente dabei. Das ist immer gut. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. 5 Minuten sind es noch. Ich habe auch da hinten ein gepanzertes Fahrzeug gesehen. Ich werde mir jetzt noch den Raketenwerfer von dem Kandidaten hier holen. Hier sind liegen noch mehr, sehe ich gerade. So, die letzten 60 Sekunden haben gerade eingeläutet. Ich habe mich hier mal ein bisschen im Haus versteckt. Ist natürlich klar, wenn jetzt hier der Drop wiederkommt, dass jeder weiß, dass der da immer kommt, dass auf dem Berg oben schon Sniper liegen können. Aber das Risiko müssen wir halt jetzt eingehen. Wobei die Sicht darauf eigentlich nicht ganz so gut ist. Hier könnte es ein typischer Spot sein. Jetzt ist da. Okay. Ich werde jetzt auch da direkt losgehen. Der ist hier gespawnt. Oder? Wo ist er? Oder kommt der jetzt erst? Oh ja, okay, hier ist wieder alles drin. Ach du heilige Mutter Gottes. Wie soll ich denn das jetzt alles einpacken? Ich krieg zu viel. Ja, muss man definitiv in der Gruppe sein. Gescheites Fahrzeug haben, beziehungsweise das Fahrzeug ist nice. Links rein. Passt schon nicht mehr. Okay, dann packe ich hier mal ein paar von diesen kleinen Waffen raus. In der Hoffnung, dass die reinpasst. Jo. Allein, ich brauche viel zu lang. Ich würde auch mir sicher sein, dass mich jetzt hier direkt noch jemand angreift. Okay, die Lynx gibt eh mehr. Dann nehme ich direkt nochmal die Lynx mit. Munition habe ich. DMS packe ich mir noch ein. Das MK17 nehme ich noch mit. Instadocs. Und jetzt muss ich mich dann halt auch einfach verbissen. Hier sind halt noch... Oh, schade. Ist richtig... viele Waffen. Für meine andere Waffe die Munition. Und jetzt muss ich halt einfach abhauen. Auch wenn es schade ist, aber wir haben das Fahrzeug voll. What?
Was zum Teufel war das jetzt bitte? Holy shit! Okay, RIP.